zerbrochene Herzen ihn verehren. Wer kann unseren Gott aufhalten? Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe und jeder will sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Das Tor und bahnt den Weg dem Herrn, der der Gott, der uns erlöst, ist hier und setzt Gefangene frei. Denn wer kann unseren Gott aufhalten? Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt, und sein Blut befreit. Jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Jeder wird sich vor ihm beugen. Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf. Wer kann unseren Gott aufhalten? Denn er
sieht auf, dort steht der Vater. Er schaut hinein.
Doch noch hat die